Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute meinen persönlichen Favorit wieder hier als Arzt bei uns zugeschaltet. Er ist Physiker, er ist über 40 Jahre Arzt und er ist uns jetzt wieder live zugeschaltet aus Bolimen. Niemand geringer als der Dr. Karl Probst. Hallo, lieber Herr Probst. Willkommen. Hallo, ja, danke für die Einladung, Herr Glock. Sehr gerne. Sehr gern. Ebenfalls, lieber Herr Probst, Sie haben ja eigentlich da diese Dr. Probst-Methode mal entwickelt und auch gut dokumentiert. Da geht es ja um Darmentgiftung und der eine Punkt ist doch Ernährung. Das Ernährung, ist logisch, genau. So ist es, Ernährung. Aber der vierte Punkt, Spiritualität. Ich möchte heute eigentlich gerne mal ein bisschen über diesen vierten Punkt sprechen, der Spiritualität. Ja. Ja, das ist sicher das Wichtigste. Denn sagen wir mal so, wenn man das mal global anguckt, in den letzten Jahren sind ja immer mehr Menschen auch jetzt darauf gekommen, die Ernährung hat doch eine gewisse Bedeutung, obwohl das ja die Schulmedizin nach wie vor sehr stiefmütterlich behandelt. Der zweite Punkt, Darmsanierung, das hat ja vor etwa 5 Jahren aus Amerika kommend auch einen großen Auftrieb bekommen. Wobei man sagen muss, eigentlich schon Hippokrates, also der Begründer der modernen Medizin vor 2.500 Jahren, er hat uns das schon hinterlassen, dass er gesagt hat, Darm gesund, Kern gesund, Darm krank, Mensch krank. Also das war ja schon eigentlich das A und O von ihm. Also und, so modern sind wir gar nicht. Und mach Nahrung zu deiner Medizin und lass Medizin deine Nahrung sein, oder? Genau, das war der andere Punkt mit der Ernährung. Lass die Nahrung deine Medizin sein und lass die Medizin deine Nahrung sein. Also A ist gleich B. Also Medizin und Nahrung ist ein und dasselbe. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann natürlich der Detox, jetzt durch die allgemeine Umweltvergiftung in den letzten Jahren sicher auch ein ganz wichtiger Punkt. Also mit den Algen, speziell Braunalgen sollte man einnehmen, damit dann eben, das ist wie eine Art Chelattherapie, dass die Gifte aus dem Körper herausgesogen werden. All das habe ich in 3 Büchern, in den letzten Büchern, gerade über die Algen, das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt, dargestellt. Es ist ja in aller Munde diese Mikroalgen, also die Chlorella und Spirulina, das sind wunderbare, um Spurenelemente des Körpers zu ersetzen, wunderbare Nahrungsergänzungsmittel, haben aber nicht die Eigenschaft der Detox, also der Entgiftung. Das schaffen nur die Makroalgen, speziell die Braunalgen, diese Ascophyllum nodosum. Und das Präparat, das habe ich ja schon seit Jahren, eigentlich schon seit 30 Jahren, damals habe ich das erste Buch im deutschsprachigen Raum geschrieben über die Algen. Und inzwischen machen das ja auch viele andere Ärzte. Also es müssen die Makroalgen sein, nicht die Mikroalgen, sprich Chlorella oder Spirulina. Aber hier die ist Theorie, das Image von Spirulina und Chlorella ist doch eigentlich Entgiftung, oder? Nein, ja, das ist so positioniert, wird aber nicht durch wissenschaftliche Studien gestützt. Was man sagen kann von Chlorella und Spirulina, das ist auch natürlich sehr wichtig, aber hat nichts mit Entgiftung zu tun, dass die ganzen Spurenelemente, die Spurenstoffe, die ja seit 100 Jahren immer mehr in den Böden herausgespült worden sind und mehr als was im Boden drin ist, kann ja die Pflanze auch nicht anbieten. Deswegen sollten wir dann zum Beispiel mit Chlorella und Spirulina dieses fehlende aus diesen ausgewaschenen Böden fehlenden Spurenstoffe durch ein Nahrungsergänzungsmittel ersetzen. Ah, jetzt aber wie gesagt, das hat mit Entgiftung, und das ist ja viel, viel wichtiger heutzutage, gar nichts zu tun. Gerade wenn wir an die Schwermetalle denken, an Blei, an Quecksilber, Cadmium und solche Dinge. Dass da eben müssen wir wie eine Art Chelattherapie, das wird ist eine Infusion, kennen ja sehr viele von unseren Zuschauern, die werden dann eben über eine Infusion angeboten. Chele, deswegen heißt es ja Chelat, das kommt aus dem Griechischen, die umfassen dann die Schwermetalle und leiten die dann über den Urin oder auch über den Stuhlgang aus. Also das ist ein ganz bekanntes Therapieprinzip. Ich hatte auch da in meiner Klinik immer wieder, die kamen einmal, zweimal die Woche, eigentlich lebenslang, und die haben sich sehr gut gehalten, diese Patienten. Selbst mit 80 Jahren haben die noch funktioniert da im Gehirn. Also ist schon erstaunlich. Es lohnt sich. Und dasselbe können Sie machen mit den Ascophyllum nodosum. Nur brauchen Sie da keine Infusion, sondern das nehmen Sie halt, ist erstens mal viel billiger, zweitens einmal eben schmerzfrei. Und damit können Sie sich wunderbar permanent von den Attacken der Umwelt, der Umweltverschmutzung eben schützen. Das waren also die 3 Dinge. Und wie gesagt, die Spiritualität, das ist etwas, was leider, leider, muss man sagen, sehr stiefmütterlich behandelt wird. Und insofern war das ein fantastischer Vorschlag von Ihnen, dass wir jetzt mal in diese Richtung heute was machen.
Da frage ich mich alleine schon, wie man eigentlich in der Spiritualität sein eigenes Gehirn, seine eigenen Denkmuster entgiftet. Denn ich denke, wir vergiften uns ja auch sehr stark über unsere Denkstrukturen. Absolut. Und darüber wollte ich eigentlich heute reden, nämlich diese Denkstrukturen, dass wir müssen diese Barrieren abbauen. Ich erinnere mich gerade, ich war ja in der Oberstufe, so mit 16, 17, 18 Jahren. Da habe ich in den Sommerferien immer als Werkstudent bei der Firma Siemens gearbeitet. Siemens in Heidenheim. Mein Vater war der leitende Angestellte. Und da war ich einem Chemiker zugeordnet, einem Doktor, der war sehr kreativ, ein origineller Knopf. Ich habe sehr viel gelernt damals in diesen Wochen, die ich da immer mit ihm war. Das war ein Chemiker, Doktor der Chemie, und der war so ein origineller Knopf. Aber wie alle Genies, der war so verkannt. Zum Beispiel im Winter, also der hatte auch eine Frau, die war auch so ein bisschen eigenartig, so alternativ. Da ist er mal mit einer langen weißen Unterhose, weil der kalt war im Winter, aber ohne Hose ist er dann in die Firma gegangen. Und war dann das Gespött der ganzen Firma Siemens. Und deswegen, der war schon eigen. Und wenn er auf die Toilette gegangen ist, dann hat er halt vergessen, während die Männer haben ja so eine Vorrichtung, dass sie ja nicht sitzpinkeln, so wie die Frauen, sondern stehpinkeln. Und er hatte halt vergessen, dazu zu machen und so. Also der Mann, der hatte natürlich dann politisch gegenüber einem anderen, den ich auch sehr gut kannte, der war auch Doktor der Naturwissenschaften, der war Physiker. Und der ist dann sein Chef geworden. Und ich war dann gerade bei ihm, bei meinem Chemiker da. Und dann gab es da eine ganz üble Auseinandersetzung, weil natürlich hat gesagt, ich bin hier das Genius und der andere wird befördert. Ja. Und das ist genau das, was ich heute ein bisschen thematisieren wollte, weil das ist, kaum irgendjemand hat das auf dem Radar, dass wir tatsächlich nicht nur an den äußeren Erfolg uns klammern, sondern ein inneres Gesetz entdecken, was das Leben uns verwehrt in der Außenwelt, kriegen wir vielfach zurück in der Innenwelt. Und das hat der deutsche Dichter Werner Bergengrün in seinem wunderbaren Gedicht »Die himmlische Rechenkunst« verewigt. Das sind drei Strophen, dreimal vier Zeilen. Die erste geht los, was dem Herzen sich verwehrte, lass es schwinden unbewegt. Allenthalben das Entbehrte wird dir mystisch zugelegt. Das ist die erste Strophe. Also sicher, jetzt hat er da seine Beförderung nicht bekommen, der Chemiker. Ich habe damals auch gelacht über ihn, nicht über die Unterhose und solche Sachen. Aber inzwischen muss ich sagen, und die hat auch zwei wunderschöne Töchter, auch die Mutter, die war auch so ein bisschen komisch, und die Töchter, die habe ich gar nicht angeguckt. Ja, das waren wertvolle Geschöpfe, aber natürlich keine Sexbomben, sondern die hatten halt andere Gelüste. Ich war mal eingeladen bei ihnen, da haben wir Memory gespielt. Und die beiden Kinder, die waren in meinem Alter etwa, ja, das waren richtige Kanonen. Also die hatten fotografisches Gedächtnis. Ich habe auch ein gutes Gedächtnis. Aber die haben mich in die Tasche gesteckt, diese beiden Mädchen. Oh. Warum? Von Anfang an waren die da von ihrer Mutter, von ihrem Vater in eine andere Welt eingeweiht. Das war schön. Naja, und also noch einmal. Lass es schwinden unbewegt, allenthalben das Entbehrte wird dir mystisch zugelegt. Daran, also vielleicht generell müssen wir nochmal sagen, also wenn wir jetzt so an die Schule denken, ja, 1 und 1 ist 2 und 2 ist 4, es geht nicht um intellektuelles Wissen, sondern wie Antoine de Saint-Exupéry sagt, wir müssen mit dem Herzen sehen lernen. Das ist das Entscheidende, wo wir hinkommen müssen. Dass wir nicht nur jetzt die physikalische Realität angucken, was der Chemiker sagte, ja, ich bin jetzt hier der Genius und der andere, der kriegt die Lorbeeren. Ja, nein, lass es schwinden, unbewegt, allenthalben das Entbehrte wird hier mystisch. Wir haben auch ein mystisches, ein inneres Erleben. Das, was die Esoteriker als 4. Dimension, 5. Dimension bezeichnen. Ein mystisches, das Reich der Märchen, der Sagen und so weiter. Das müssen wir wiederentdecken. Warum sagt denn Jesus immer wieder, werdet wie die Kinder, ihr werdet es sonst nicht schaffen. Wir müssen wieder uns zurückbewegen, nicht? Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen, fort und fort, und die Welt hebt an zu singen. Triffst du nur das Zauberwort. Also, dass wir hinauskommen, jenseits von Worten und Gedanken, jenseits von dem Sichtbaren. In der zweiten Strophe wird es noch spannender. Da fährt er fort, liebt doch Gott die leeren Hände, und der Mangel wird gewinnen. Immerdar enthüllt das Ende,
einen strahlenden Beginn. Das heißt, das Ende war, Mensch, ich bin nicht befördert worden. Dieser Idiot, dieser Physiker ist befördert worden, aber ich nicht, verstehen Sie? Nein, immer da enthüllt dieses Ende, das ist natürlich tragisch in der Außenwelt, der hat jetzt den begehrten Chefposten nicht bekommen, aber ein strahlender Beginn. Da müssen wir hinkommen, dass wir in allen wechselnden Fällen des Lebens, dass wir da hineinkommen und erkennen, es geht um die Innenwelt. Deswegen Angelus Silesius, ich habe ja irgendwo das Büchlein mitgebracht, oder habe ich es auf die Schnelle, ich bin ein bisschen in Hektik gewesen heute früh, habe ich es gerade nicht da, ist auch egal. Ja, vielleicht bringe ich und noch kurz ein Zitat rein. Ich habe hier einen Auszug, das ist mein täglicher Begleiter, Sie sehen, leicht radioaktiv, zerfällt langsam das Buch. Das sind 1700 Verse und hier hat er 300 Verse. Und da geht es eben auch nicht. Je mehr ein Mensch sich freut auf zeitliche Ehre und Gut, je weniger hat er zu ewigen Dingen Mut. Je mehr hingegen er wartet auf die ewigen Dinge, je mehr und mehr wird ihm das Zeitliche geringer. Also wir müssen gucken, in welche Richtung gehen wir mit unseren Gedanken, mit unseren Wünschen, mit unseren Zielvorstellungen. Und das ist das in der zweiten Stufe, die Gesagte eben. Ich habe in meiner äußeren Welt, meine äußere Biografie hat einen Knick erlitten. Aber wenn wir stille werden, und da kommen wir zu meinem Lieblingsthema, in die Stille gehen, als erstes dieses verdammte Smartphone, Dampfon, ja, Herr Glock, sprechen Sie ruhig weiter, ich bin ganz bei Ihnen, ja, so auf die Art, wir müssen viel mehr in die Stille gehen, dann entdecken wir diese Segnungen, die dann in der dritten Strophe sogar noch stärker ausgedrückt werden, wo er dann sagt, jeder Schmerz entlässt dich reicher. Preise die geweihte Not und aus unsichtbarem Speicher nährt dich das geheime Brot. Wir werden dann genährt von einer anderen Dimension, die für uns Sorge trägt. Und wenn Sie mal das ganze Evangelium angucken, die ganze Heilige Schrift, wird immer wieder davon durchzogen, dass wir die Entscheidung haben, lassen wir uns rein materiell, irdisch, menschlich, fleischlich ernähren oder gehen wir hinein in diese Spiritualität. Deswegen sagt ja auch Angelus Silesius zum Beispiel die eine Geschichte, du armer Sterblicher, wie war das nochmal? Du armer Sterblicher, ach, bleib doch nicht so kleben an Farben dieser Welt und ihrem schnöden Leben. Die Schönheit des Geschöpfs ist nur ein bloßer Steg, der uns zum Schöpfer selbst, dem Schönsten, zeigt den Weg. Also es ist eine Umstimmung, oder wenn wir jetzt das Zeugnis gerade der Heiligen Schrift 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 16 bis 18 angucken. Da sagt es der Apostel Paulus, wir gehen durch Trübsal, hier steht im griechischen Urtext das Wort Klipsis, Druck. Wir werden gedrückt, wir müssen durch Klipsis, durch Druck, wirkt sich uns eine überströmende ewige Glückseligkeit. Warum? Das ist dann im Vers 18, also 2. Korinther Kapitel 4, Vers 18, wo er das erklärt. Warum? Weil wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare aber ewig. Also ich kann jedem, es ist schwer, hören Sie sich, Sie haben es ja, Sie können es ja im Internet nochmal nachlesen oder nachschauen, den ganzen Vortrag. Schauen Sie sich das so lange an, meditieren Sie so lange darüber, bis es in Ihrem Gipskopf heller wird. Dann haben Sie eine Frucht von diesem heutigen Interview sozusagen. Ich habe hier noch zwei Zitate. Ich finde, die sind sehr passend, die gerade zu erwähnen. Und zwar eins ist von Werner Heisenberg, einer der bekanntesten Physiker weltweit, die es je gegeben hat. Und er schrieb, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Das schreibt ein Physiker, der sich mit dem beschäftigt hat. Und auch wichtig, der Max Planck. Es gibt keine Materie, sondern nur ein Gewebe von Energien, dem durch intelligenten Geist Form gegeben wird. So, ich frage mich einfach, wo sind diese Physiker heute geblieben, die bis zu dieser Weisheit gekommen sind und letztendlich irgendwie alles stehen geblieben ist, obwohl da genau das Sprungbrett gegeben gewesen wäre, hier oben aufzuräumen mit unserem Geist. Ganz genau. Und das ist ja eben, deswegen haben ja alle, wenn wir an Goethe denken, vor 200 Jahren hat er dieses wunderschöne Gedichtchen da gedichtet. Dummes Zeug kann man viel lesen, kann es auch schreiben, wird weder Leib noch Seele töten, wird alles beim Alten bleiben. Dummes Zeug aber vors Auge gestellt,
hat ein magisches Recht. Weil es die Sinne gefesselt hält, bleibt der Geist ein Knecht. Also wir müssen alles, was über die Augen reinkommt, aufpassen. Oder ich habe hier, das habe ich jetzt nicht vergessen, auch leicht radioaktiv, die Heilige Schrift, wenn Sie da mal gucken, im zweiten Buch Mose, das ist hochspannend, kann ich jedem nur mal empfehlen, da reinzugucken. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, da kommen nämlich die 10 Gebote irgendwo. Warte mal, das ist das Kapitel 21, 20. Und zwar, wenn Sie, zweites Buch Mose, also Exodus, Kapitel 20, Vers 1, 2, 3, 4, Vers 4. Du sollst dir kein Bild machen, kein Abbild von dem, was im Himmel oben ist oder unten auf der Erde oder im Wasser oder unter der Erde. Also es geht jetzt hier wirklich darum, wir werden ernsthaft gewarnt vor den Bildern. Und das hat ja in der katholischen Kirche angefangen, nicht überall sind da die komischen Bilder. Und also Bilder in jeder Form hypnotisieren uns und schneiden uns von unserer inneren Intuition, von der Kreativität, von all diesen wunderbaren göttlichen Fähigkeiten, die wir eigentlich haben, schneidet uns davon ab. Also vorsichtig. Und dann werden Sie genau das, was wir eben heute besprochen haben, über den Werner Bergengrün, dass es ein mystisches Erleben gibt. Und dieses mystische Erleben tausendmal besser ist als alles andere, was uns die Welt bieten kann. Ganz fundamental wichtig. Ich kann jeden wirklich noch mal bitten, überlegen Sie, ich weiß, das ist ein bisschen schwer heute und ein bisschen, naja, umstritten, aber es ist nicht umstritten, sondern was ja eben Werner Heisenberg sagte, wenn wir den ersten Schluck nehmen, dann wenn wir, also ich bin ja schlau, ich habe Abitur jetzt und dann habe ich vielleicht auch noch ein bisschen gestudiert und ich bin ja sogar Doktor, sogar mehrfach. Eine Patientin hat mich mal gefragt, ob ich stottere. Also nee, es sind wirklich mehrere Doktortitel. Und also lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen wirklich jetzt anfangen, diesen ersten Schluck, der uns zum Atheismus eben geführt hat, wie Werner Heisenberg sagt, zu überwinden und hineinkommen. Am Grunde, da wartet geduldig die Gottheit, dieses unendliche, unsichtbare, wartet geduldig. Mhm. Aber wir sollen uns natürlich auch dorthin bewegen, da kann uns niemand helfen, ich meine, klar, der liebe Gott. Ja. Ich denke, diese Phase, wo wir jetzt gerade haben hier auf Erden, wo uns zum Beispiel der Virus Corona weltweit also in Schrecken bringt, wo wir das Glück und den Segen nicht mehr im Außen finden können, sondern zu Hause eigentlich gezwungen sind, das Glück im Innern zu suchen und zu finden, zeigt eigentlich, absolut, dass die Zeit eigentlich gut ist, sich jetzt damit zu beschäftigen. Hä? Absolut, absolut. Insofern, allein da ist Segen ist die Corona-Geschichte ein außerordentlicher Segen, ja. Das ist genau, was ja Goethe in seinem Mephistopheles dann sagen lässt, in Goethes Faust, ja. Ich bin der Geist, der stets das Böse will und das Gute schafft. Genau so ist es. Also hier wurde etwas geplant, eine ganz schlimme Attacke gegen die Menschheit. Das heißt ja auch immer Plandemie. Aber wenn man es beim Licht betrachtet, kann es zum Segen umgestaltet werden. Ganz wichtig. Und das merken wir aber nur, wenn wir in die Stille gehen oder wenn wir Ihren Worten lauschen dürfen, was Sie eben gesagt haben. Absolut, sehe ich genauso. Ja. Jetzt, diese Dr. Probst-Methode fällt ja dieser Kapitel Spiritualität. Also ist das Buch denn schon geschrieben? Kommt das nächstens noch von Ihnen oder was ist da? Ich werde nochmal nachfragen im Lektorat, aber eigentlich liegt es da schon und wird hoffentlich irgendwann kommen. Aber da habe ich genau diese Gedanken, auch diese Gedanken der Empathie oder wie es Angelus Silesius so schön sagt, nicht? Wie lieb ist unser Gott, es besteht alles aus Liebe. Wie selig wäre ein Mensch, der stets in ihr verbliebe. Also das wäre so die Zielgröße, so wie der Nordpolarstern zur Navigation wichtig ist, dass wir uns in diese Richtung da weiterentwickeln. Und wenn wir das machen, und an anderer Stelle dichtet auch hier der Angelus Silesius, ja, wo er sagt, nichts gibt es umsonst. Wie bildest du dir ein, dass das Himmelreich wird deines umsonst sein? Also wir müssen uns mit aller Kraft bemühen. Und das ist die Frage, wollen wir uns jetzt nur bemühen, damit wir viel Geld verdienen in dieser Welt? Oder schauen wir dann wirklich die ewigen Schätze? Das ist genau die Entscheidung, die wir jeden Tag neu bis zum letzten Tag unseres Lebens zu treffen haben. Und genau da ist der Nagel wirklich wunderbar getroffen. Das ist auch so mein Motto für QS24 im Jahr 2021, hier viel, viel mehr Bewusstsein zu verbreiten, auf genau diese Kerndinge, die Sie jetzt gerade erwähnen. Ich glaube aber auch, dass aus der Schulwissenschaft her
sehr viel Positives dazu beigesteuert wird, wenn ich jetzt nur sehe, was die Psychoneuroimmunologie hier schon leistet, dass wir durchaus eine Psyche haben, die Einfluss hat auf den Körper, dass unsere Denkstrukturen einen Einfluss haben auf unsere Gesundheit. Also ich denke, hier kommt vieles auf uns zu, was sehr positiv ist. Und was ich gerade gelesen habe, ist übrigens eine Traktandumliste der WHO. Die WHO will nämlich auch diese Rosinen aus der Grenzwissenschaft in eine Medizin, in eine Weltmedizin integrieren. Mhm. Da habe ich die WHO in einem ganz neuen Licht gesehen und sage, Chapeau, großartig, was da kommt. Ja, ja, ja. Nur, wie gesagt, das ist der Weg, den der Heisenberg, Werner Heisenberg uns ja vorgezeichnet hat. Also wir sollten nicht beim ersten Schluck stehen bleiben, sondern den Becher austrinken. Ja. Und dann kommt eigentlich der spannende Teil, dass wir dann am Grunde des Bechers das unendliche Unsichtbare entdecken dürfen. Und zwar existenziell. Das ist ja der große Unterschied. Wir sind heute durch die Veräußerlichung mehr und mehr so, auch bei meinen Vorträgen erlebe ich das immer wieder. Ja, das kenne ich schon, das kenne ich auch schon. Haben Sie noch mehr zu bieten? Nein, es geht nicht um mehr bieten, sondern es geht darum, das, was jetzt Realität ist, dass wir das in der Tiefe erkennen. Sie erinnern sich, es kam ja in den 80er Jahren, da war ich noch jünger, da kam da aus dem Osten, kam ja da diese ganzen Kung-Fu-Meister. Und das hat mich damals interessiert, ja. Und das hat mich unheimlich beeindruckt. Da haben die erzählt, diese Kung-Fu-Meister, das ist so der Leitgedanke dieser Meister. Ich habe nicht Angst vor dem Gegner, der die 1000 Kung-Fu-Schläge einmal gemacht hat. Nein, ich habe Angst vor dem Gegner, der einen einzigen Schlag 1000 Mal geübt hat. Und wenn Sie sich erinnern an den Bruce Lee, diesen berühmten Bruce Lee, Klar. Er hatte nur 4-5 Schläge, aber die kannte er perfekt. Und damit hat er jeden Gegner fertig machen können. Also es geht nicht um diese Polymathie, diese Vielwisserei. Ja, ich weiß noch etwas und haben Sie noch was zu bieten? Ach so, zum Beispiel heute ein schönes Zitat von Max Planck oder von Werner Heisenberg. Ja, oh, war interessant mit dem Herrn Glock sich zu unterhalten. Nee, das ist dann sozusagen diese Schwarzwälder Kirschtorte, die Kirsche da oben. Ja, aber so weit müssen wir kommen. Deswegen müssen wir so lange trinken von dem Becher der Wissenschaft, bis wir in dieses weite Land der Glückseligkeit eintreten dürfen. Und da müssen wir Sendungen machen, Schluck für Schluck für Schluck für Schluck, bis wir irgendwann wirklich mal den Becher unten sehen und erkennen, wie großartig das alles ist. He? Ja, ich denke, Ihre ganzen Bücher sind ja da. Wenn man sich weiter beschäftigen will mit dieser ganzen Thematik, dann kann man sich ja sicherlich bei Ihnen gut bedienen. Ich glaube, in diesem Bereich gibt es viele, viele gute Bücher, aber speziell, dass der Heisenberg und der Max Planck solche Zitate schon gebracht haben, muss ich einfach sagen, wir reden hier nicht über Esoterik, wir reden hier über Wissenschaft. Ganz genau. Und genau hier müssen wir hin. Wir müssen das wirklich verbinden, unsere Spiritualität in unser Leben integrieren und nicht immer uns mit dem Außen darstellen, mein Auto, meine Kinder, meine Frau und. Das ist einfach alles nur Scheinwelt statt Designwelt. Absolut. Für mich immer wieder so bereichernd, mit Ihnen hier über solche Themen zu philosophieren. Haben Sie ganz herzlichen Dank, lieber Herr Probst. Wir machen aber gleich noch eine Sendung, wenn ich Sie schon am Draht habe. Aber ich verabschiede mich schnell bei den Zuschauern. Herzlichen Dank. Alles klar. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke, dass Sie uns immer wieder auch beiwohnen, speziell wenn wir mit so tiefsinnigen Zitaten und tiefsinnigen Worten eines Dr. Karl Probst folgen und horchen dürfen. Ich hoffe, Sie fühlen sich auch total inspiriert und wünsche Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.